Ja, Freunde, willkommen zurück in der Saisonvorbereitung mit Schalke. Und ja, jetzt gibt es wieder einiges zu tun. Wir haben jetzt mal Mitarbeiter, die sich bei uns bewerben. Dann steht der Start in die Vorbereitung an. Das heißt, wir werden auch in 5 Tagen das erste Testspiel machen. Vielleicht geht sich das auch heute schon aus. Gibt also einiges zu tun. Deswegen würde ich sagen, wir steigen gleich ein. Irgendwie bin ich echt transparent hier. Es ist echt ein bisschen komisch mit dem Greenscreen. Ich versuche das alles eigentlich so gut es geht einzustellen, aber tatsächlich. Das ist gar nicht so easy. Hier seht ihr das ganze Ding hier nämlich. Da kann ich hier eben einstellen, bis zu welchem Zeitpunkt der Hintergrund ausgeblendet wird. Irgendwie kriege ich es jetzt gerade nicht besser hin. Also das wird jetzt in der neuen Wohnung noch ein bisschen Zeit brauchen. So, Leistungsanalyst. Wen hätte man da? Generell sehen wir hier zum Beispiel einen ganz guten Wert in der Zielstrebigkeit. Die anderen Werte ganz okay. Der ist nicht ganz so zielstrebig, bringt dafür halt richtig viel mit. Hier Bruno Uria. Der auch ein Scouting-Wissen mitbringt, das wäre auch nicht unpraktisch. Ich würde sagen, dass wir den jetzt mal nehmen. Da ein bisschen Scouting-Wissen einfließt, bin ich auf jeden Fall nicht böse. So, gut, fürs morgige Testspiel der U19, wen kann man verfügbar machen? Dörr, Krüger, Romano passt auf jeden Fall. Die Frage ist, ob wir sonst noch ein paar junge Spieler in der ersten Mannschaft haben, die jetzt bei uns nicht unbedingt eine Rolle spielen bei den Tests. Häkerin habe ich da gerade gesehen, den könnte man gut verfügbar. Moment. Oder wir suchen generell nach Torhütern. Dass das immer wieder weggeht, nervt unglaublich und die Sortierung bleibt auch nicht. Siebeking, so, für die U19. Bartel. Aydin könnte, ja, wobei. Becker immer. Osmani theoretisch auch, aber der ist noch nicht fit genug. Gut, dann passt der Rest. Einsatzzeiten, die Erwartungen, ja. Das ist natürlich Ouedraogo Stammspieler, aber das ändert nicht viel bei uns. So, Strafenkatalog bestätigen wir wieder. Der passt wie immer. Dann Bochum mit einem Leihangebot für Cissé. Er hat nur geringes Interesse, dahin zu gehen, aber nehmen wir es mal an. Dann Angebot für Lasme. Da sehen wir, ja, das ist deutlich zu niedrig. Also, das ist definitiv zu niedrig, sobald es zum Kauf kommt. Wir müssen hinkommen auf die anderen Summen, die wir so von den anderen Clubs kriegen. Deswegen würde ich jetzt sagen, nicht verhandelbar. So, Valencia mit einem Angebot für Romano Schmid 2,8. Eieiei. Dafür ein Leihangebot von Bregenz. Das wäre österreichische zweite Liga für Dursun. Das österreichische Sturmtalent, das wir von Rapid geholt haben. Das wäre eigentlich perfekt. Stammspieler in der zweiten Liga. Dem haben wir nämlich auch versprochen, dass wir ihn verleihen. Also trifft sich das super. Und ja. Autoauswahl des Kaders fürs Trainingslager passt auch. So, Transfer von Kral fällt ins Wasser. Ach so. Ah, Udinese wird anscheinend übernommen. Alter, schaut euch mal an die Interessenten an. Dementsprechend ist dieser Transfer mal ins Wasser gefallen, aber das sind halt super viele andere Clubs noch interessiert. Dafür haben wir hier Manuba, der jetzt zu Elversberg geht. Das passt gut. So, Angebot für ein Testspiel. So, und da glaube ich ehrlich gesagt, dass das muss eigentlich eine falsche Darstellung sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, weil hier seht ihr, wir erhalten 150.000. Hier steht Gebühren 150.000, Einnahmen 0. Die Einnahmen damit sind, glaube ich, wirklich die Ticketeinnahmen gemeint und Gebühr ist die Gebühr für die Auswärtsmannschaft, also in dem Fall für uns. Aber ich würde mal sagen, die Vorbereitung ist jetzt ganz gut geplant. So. Ich bin schon so gespannt aufs Spiel gegen Manchester United. Ich habe noch mal einen Cappuccino hier. Den habe ich heute auch dringend gebraucht, weil es ja noch immer wahnsinnig anstrengend ist, hier irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen nach dem Umzug. So, jetzt schaue ich mit euch mal kurz durch, ob es da irgendwelche, gibt mal Leistungsanalysten, die gerne die Rolle Chefleistungsanalyst hätten. Ah. Ich schaue gerade, ob da einer bei der zweiten Mannschaft ist, aber ist leider niemand. Führungsqualitäten 11, das ist okay. Ja, der hat nicht das Zeug für einen Chefleistungsanalysten, sorry, mein Lieber. Marcel Keilmann, Führungsqualitäten 4. Nergis, der würde zumindest ein bisschen Scouting-Wissen aus der Türkei mitbringen, war auch Co-Trainer bei Ingolstadt. Spannend. Dann haben wir hier Janek
Wrede, der würde Österreich, Schweiz, Polen einiges an Scouting-Wissen mitbringen, aber ist halt einfach für die Stelle nicht geeignet. Da finde ich den schon ganz okay. Und das Scouting-Wissen ist nicht so schlecht. Generell, was ich ganz vergessen habe beim Scouten noch, ist, dass man das Paket ja, da erinnere ich mich immer wieder dran, dass man das Paket ja erhöhen kann. Wir haben ja momentan nur Europa, wir können ja jetzt im Moment mal in der Vorbereitung auf weltweit gehen. Weil dann sehen wir vielleicht noch den einen oder anderen interessanten Spieler, den wir vorher nicht gesehen haben. Erinnert mich nur vielleicht dran, falls ich es vergesse, dass ich das Paket dann danach auch wieder zurückdrehe, um Geld zu sparen. So, allgemein Weltreputation. Ja, wir damals zum Beispiel auch Okazaki dabei. Und Dejaga, die hatten wir vorher nicht. So, also Thema nach Alter. Koulibaly aus Senegal. Ne? Dann Jan Matthäus, 25-jähriger Brasilianer. Nee. Bisher hat sich's nicht ausgezahlt da. Nathaniel Chalobah. Der ist halt wahrscheinlich auch zu teuer. Das wäre auch ein klassischer Sechser, der auch in der Innenverteidigung spielen kann, wie eben Kral oder wie auch Schöpamar. Rugani haben wir schon, Caldara. Rugani wäre auch nicht uninteressant, muss ich sagen. Der bringt auch eine super Grundfitness mit. Würde mich auch reizen. Wir brauchen eigentlich nur ein Backup. Dafür ist das fast übertrieben. So, jetzt streiche ich noch schnell die Weltreputation und gehe mal auf Nationalmannschaft Länderspiele. Dann sortieren wir, ja, da haben wir einen Liechtensteiner, Louis Linzmeier, der schon ein Länderspiel für Liechtenstein gemacht hat. So, hier haben wir auch andere Liechtensteiner dabei. Gibt es auch interessante Nationen? Lukas Bergström, finnischer Torwarttalent von Chelsea. Der ist ja richtig gut. Das wäre vielleicht einer für zum Aufbauen fürs nächste Jahr oder so. Georgien, zentrales Mittelfeld. So, ich meine, es ist jetzt zwar nicht super aussagekräftig, aber so ein bisschen ein Richtwert ist es schon, wenn du da ein passables Nationalteam hast. Ulysses Lanez aus den USA, nicht stark genug. Adigo aus dem Benin. Jamaika. Wieder USA, Richard Ledesma. So, Makedonien, Haidari. China. Maximovic. Nee. Irgendwie wird das auch nicht so richtig. Da kommen wir auch nicht voran. Ich hoffe noch immer, dass wir irgendwo das ein oder andere richtige Schnäppchen bekommen. Damals Salvador Reyes, Linksverteidiger aus Mexiko, zwei Länderspiele. Aber der wird auch defensiv, glaube ich, nicht stark genug sein. So, Nakayama, Innenverteidiger oder Linksverteidiger aus Japan, auch nicht so interessant. George Davis, da haben wir noch immer Amiri. Könnte man nur schauen, ob die Forderungen schon runtergegangen sind. Aber der will noch nicht mit uns reden. Aber so groß ist das Interesse an Amiri auch nicht. Maximilian Ullmann, den haben wir bei Venedig aussortiert. Im Italien-Let's Play. Nee, Blödsinn. Doch. War bei Venedig, oder? Ja, sicher. So. Dele Alli, den wir noch immer zum Probetraining haben. Da haben wir Norweger Windheim. Ah ja, Stefano Sensi haben wir ja auch noch. Das wäre auch wieder einer, der eher auf der 8 zu Hause ist, aber Spielmacher-Typ. Aber Grundfitness 5 bis 8. Das ist bei mir wirklich ein K.O.-Kriterium, muss ich echt sagen. So, Milošević aus Bosnien. Ja, ich glaube, das wird nichts, Leute. Da haben wir noch, also Chalobah, ja. Aber dann bleiben wir einfach stupide auf der normalen Transferliste und werden jetzt einfach mal die Scout-Berichte auch ein bisschen abwarten und schauen, was sich hier noch so tut, was die zweite Mannschaft angeht. Können wir jetzt noch ein bisschen was verfügbar machen? Das heißt, wir spielen in 4 Tagen, also könnten wir theoretisch unsere B11 jetzt für die zweite Mannschaft verfügbar machen. Das heißt,
wie das immer wieder weggeht. Jetzt nervt es dann echt schon. Mörkin muss momentan, naja, ist momentan Backup links vorne. Sotea, Jeka, Terodde. Seguin ist momentan Backup. Tempelmann ist momentan Backup. Matriciani nicht. Müller nicht. Baumgartl ist Backup. Aydin ist Backup. Becker kann man immer verfügbar machen. Backup quasi. Das waren wir schon fast durch. Ja, passt. Der Rest spielt eigentlich bei der U19. Die spielen eh heute noch. Nächstes Angebot, dieses Mal der HSV. Da muss man schon sagen, da muss mehr Geld rein. Angebot für Lasme. Da sind wir wieder bei monatliche Gebühren, Ratenzahlung insgesamt immerhin 1,8. Da müssten wir halt auch wieder raufgehen, dass wir die 2,4 bekommen. 2 Millionen. Dann halt per Ratenzahlung, aber die 2, sagen wir 2,3. Jetzt sind wir bei 2,1 schon. Ach Gott. Das ist schwierig. Dann sagen wir auch hier nicht verhandelbar. Blau-Weiß Linz hat angefragt wegen Dursun. Stammspieler. Gleich immer Dursun an. Wo ist Blau-Weiß Linz hier? Okay, die sind auch abgestiegen, aber immerhin auch wieder Stammspieler, zweite österreichische Liga. Das wäre dann hier wirklich perfekt. Ui, Bergström hat bei Helsinki unterschrieben. Da ist uns einer entgangen. Das finde ich schade. Chaloba stimmt Stoke City zu. Dulaschi wechselt ja, in die Heimat, glaube ich. So, Bremen hat jetzt das Angebot für Schmid angenommen und unser Angebot abgelehnt. Auch das war in der Form so zu erwarten. So, jetzt wird Scouting fertig. Das ist das, worauf ich gehofft habe. Wir sehen jetzt mal Maximilian Bauer, der mich grundsätzlich sehr reizen würde als Innenverteidiger. Ist aktuell nicht auf der Transferliste, ist Augsburg nicht abgestiegen. Ja, ist auf der Auswahlliste, also den sollten wir uns merken. Jonathan Gomez nicht. Puchasch, Extraklasse, dritte Liga, nein, danke. Dann Alvaro Fernandez. Das ist wieder ein offensiv starker Linksverteidiger, wobei der schon defensiv stärker ist als ein Mörkin zum Beispiel. Also den könnte man schon auch Mörkin. Könnte man den leihen? Aktuell nicht. Aber scouten wir mal voll und packen ihn mal auf die Auswahlliste. Dann Ruben Vinagre. Der ist defensiv zu schwach, der wäre eher was für vorne und da scheitert es wahrscheinlich am Gehalt, aber scouten wir ihn mal weiter. Frabotta, durchschnittlich für die zweite Liga. Finde ich aber okay, ehrlich gesagt. Wird es wahrscheinlich auch ein bisschen am Gehalt scheitern, weil er mir nicht wirklich gut genug ist. Den finde ich ehrlich gesagt besser, als er eingeschätzt wird. Scout mal auch. Dann Nübel, ja, sowieso interessant, klar. Dann sehen wir hier Potenzial zu einem soliden Spieler, aber ich gebe dafür, glaube ich, kein Geld aus. Ich streiche ihn jetzt. Dann haben wir hier Gibora. Der wäre halt für die Breite ganz gut. Die Frage ist, ist Sasseres stark genug für die erste? Nein. Würde ich jetzt mal spontan sagen, nein. Die Frage ist, ob wir was Besseres bekommen. Ich meine, wir dürfen uns jetzt nicht zu viel Stress machen. Wir haben noch Zeit, aber trotzdem natürlich nicht so ohne. Kayin finde ich interessant. Von Rapid. Dann haben wir hier Sergio Gomez, der halt super rechts und links außen spielen könnte. Da könnte es am Gehalt scheitern. Was sagt der Scout? Relativ schnell. Ja, was sagt denn der Berater? Gehaltsvorstellungen sind gar nicht so tragisch. Alles nur auf der Leihliste. Alter. Die Leihe ist definitiv zu teuer. So, und dem hierbei, ja, werde ich glaube ich auch nicht machen. 4-0-Sieg unserer U19. Dörr mit einem Doppelpack. Auch nicht schlecht.
Kral bestätigt Wechsel zu uns. Wie cool ist denn das? Damit hätten wir jetzt mal 200.000 nämlich nur ausgegeben und hätten einen Superspieler verpflichtet, zurückgeholt quasi. Hawker wurde nichts draus und St. Gallen hat das Angebot für Lazmi zurückgezogen. So, das ist genial. Das heißt, der muss jetzt hauptsächlich an den Fähigkeiten für die Innenverteidigung arbeiten, ballspielender Innenverteidiger. Aber dafür bringt er alles mit, was wir hier so sehen. Das könnte auch ein bisschen besser sein, Kraft und Sprunghöhe. Vielleicht kann er daran noch ein bisschen arbeiten. So. Aber alles in allem eine richtig coole Geschichte. So. Aydin bekommt die Rückennummer 17. Keuter bekommt die 11 dann von Lasme, wenn sie frei ist. Und Kral bekommt die 3. Ist das schön. So, eigentlich haben wir jetzt eh schon registriert. Gut. Wieso sind die noch immer unregistriert? Das heißt, Kral jetzt auch mit einem Wahnsinns-Marktwert. Und im Endeffekt müssen wir den dann halt natürlich auch Stamm-Innenverteidiger spielen lassen. Die Frage ist, ob statt Matrigiani, eigentlich müssten wir ihn statt Matrigiani spielen lassen. Barbosa ist da doch von den Fähigkeiten ja nochmal eine Liga drüber. Aber Matrigiani wird viel spielen bei uns, weil er halt so schön vielseitig ist und ich mag den eigentlich ganz gerne. Gut, das heißt, ich kann auf meiner Liste abhaken, Innenverteidiger quasi Backup ist mal ersetzt. Ist jetzt zwar nicht so ganz der Innenverteidiger-Backup, aber schon nicht so schlecht. So, Athletiktrainer. Gibt es irgendwelche coolen Namen? Stürzenhofecker. Na, ich meine damit eher, ob man wen kennt, aber der Name ist super. Georg Stürzenhofecker. Wenn er mal gespielt hat, hätte ich gerne ein Trikot. Gehen wir mal nach Athletik. Sampdoria Genua 20. Holy shit. Ja, tatsächlich würde ich dann den zweiten nehmen, damit wir keine Ablöse zahlen müssen. Wobei die anderen Werte von dem finde ich recht gut. Zielstrebigkeit, Disziplin und Motivationsfähigkeit. So. Dreißigtausend, passt. Das wäre ja schon mal ganz interessant. Gut, Angebote für Nübel Stade Rennes und Real Sociedad. Kann ich Nübel leihen? Nein. Bei 2,1. Soll man Nübel holen? Dann müsste man den Müller abgeben. Wäre offen. Boah, das wäre halt schon eine geile Rochade, muss man ganz ehrlich sagen. Ich probiere es, Nübel zu holen. 2,1 ist auf der Transferliste, deswegen ich habe da jetzt nicht nachverhandelt, weil das auf der Transferliste eh nicht so wirklich funktioniert. So, unglaublich interessiert. Hat aber auch zu den anderen identisches Interesse. Schlüsselspieler, wir sehen hier Ausstiegsklausel, die streichen wir gleich mal. Ausstiegsklausel bei Abstieg ist mir egal. Beteiligung bei Weiterverkauf, sage ich ganz ehrlich, ja mei. Wir müssen vom Gehalt her ein bisschen runter verhandeln, aber nicht zu viel. Ja, er kriegt das jetzt, weil es wären 3,33. Holy shit. Aber das wäre halt eine richtig heftige Nummer 1. Für eine Position, wo wir uns eh nicht so ganz sicher sind, mit Müller. Müller verletzt. Ah, geht schon los hier. Das ist sicher keine echte Verletzung. Sie sehen, geht mal auf Leihbasis. Im letzten Part habe ich noch gesagt, ich will Müller nicht loswerden. Ist auch cool. Aber ich glaube, Nübel ist zu. Also die Chance, ihn zu holen, ist jetzt einfach zu gigantisch, aber wir sehen hier schon auch, dass eben halt auch andere Clubs noch dran sind. So, Scouting, Scouts. Da würde ich jetzt ehrlich gesagt einfach mal weitersuchen, dass wir da eine ordentliche Liste zusammenkriegen. So, zweite Mannschaft. Wen machen wir verfügbar? Wer braucht Spielpraxis? Ah, das passt im Moment schon. Dann FAC ist auch in der zweiten Liga normal. Jo. Stammspieler passt auch. Wäre in der Nähe von Wien, wo er vorhin gelebt hat, bei
bei Rapid, ja. Also das wäre auch nicht so wäre auch nicht so schlecht. Neuer Chefleistungsanalyst, kein neuer Vertrag für Müller in Sicht. Derzeit gibt es wenig zu sagen. Zukunft von Lasme noch ungewiss. Der hat sich gesagt, lass mir noch ein bisschen überlegen, lass mir noch ein bisschen Zeit. Barbosa trainiert katastrophal, was ist denn mit dir los? Na gut. Da müssen wir natürlich kritisieren. Ich meine, jetzt gerade am Anfang der Saison kann es sein, dass die Jungs wieder ein bisschen Zeit brauchen zum Reinkommen. Im Endeffekt dürfte das auch nicht sein, aber die Zeit gebe ich ihnen. Lasme trainiert schlecht, das war zu erwarten. Siebeking ist erst neu in der ersten Mannschaft, dem lassen wir auch noch ein bisschen Zeit. So. Könnten sonst auch Ulreich holen für ein Jahr. Also im Worst Case, sagen wir jetzt mal, wir kriegen Nübel nicht und Müller ist weg. Könnte man das durchaus machen. Ich biete mal Müller an. Conceição übernimmt RB Leipzig. Ist auch interessant. So, U19-Torwarttrainer. Die Fähigkeiten sind noch nicht wirklich gut. Da suchen wir weiter. Krilic eventuell zu Benfica. Und dann kommt jetzt hier ein Angebot für Caraca. Sehr gutes Talent für den Flügel. Mental große Schwächen. Lehnen wir ab. Den würde ich aber verleihen, um ehrlich zu sein. Holstein Kiel mit einem Angebot für Guillaume Fee. Ich weiß nicht, wir haben halt echt das Problem, unter Anführungszeichen Problem, dass wir so unfassbar viele Spieler haben, die talentiert sind. Wobei, das ist halt schon eine sehr geringe Summe. Da lehnen wir mal ab. So, neuer Athletiktrainer Storskov. Kriegt einen Sprachkurs und dann geht es jetzt eigentlich eh schon los. Mit dem ersten Test. Ich würde sagen, dass Häkerin im Tor stehen darf. Wir werden heute Sven Ulreich einfach auf die Bank setzen. Die Mannschaft ist soweit ja aufgestellt. Müde ist niemand, da hat auch niemand wirklich gespielt. Mörkin ist nicht verfügbar, das heißt Zasaris wird durchspielen. Keuter können wir mitnehmen, Terodde fehlt noch. Ja, dann haben wir die Probespieler Guga und Dele Alli. Und ja, Bartel ist eigentlich auch fit genug. Dafür streichen wir Becker raus und Osmani. Und dann starten wir in den ersten Test hier heute. Also ich möchte eigentlich die Mannschaft, so wie sie jetzt aufgestellt ist, größtenteils mal durchspielen lassen, damit die mal Spielpraxis kriegen. Trainer Sinne, den sie dann bei Manchester United, finde ich auch ziemlich geil. So, Alex Kral ist motiviert, der Einzige. Jeka am linken Flügel. Das war eigentlich keine Absicht. Ich wollte es eigentlich so machen. Großartig. Wir müssen von der ganzen Kaderplanung her sowieso einfach ein bisschen flexibel bleiben, weil halt viel davon abhängt, ob wir einfach Angebote bekommen, eben für einen Shaker zum Beispiel, oder ob irgendein Premier League Club plötzlich 40 Millionen für Ued Rogo hinlegt. Das sind halt so die Dinge, wo wir, wie gesagt, flexibel bleiben müssen. Aber da schauen wir uns an. Top gegen Onana, jetzt Chance per Elfmeter und er macht ihn und wir gehen gegen Manchester United damit in Führung. Keke Top mit dem ersten Treffer. Verlädt Onana. So, Barbosa, Schallenberg. Ja, frühes Pressing von United. Wir versuchen es trotzdem mit dem ruhigen Spielaufbau von hinten. Schubama mit dem schlechten Pass. Barbosa kann ihn zwar noch klären, aber jetzt ist wieder United im Ballbesitz. Sancho
Der wird wohl hoffentlich heulen und im Abseits. Eriksen, Sancho, Hannibal. Schuss von Anthony geblockt. Und das Wasser ist in der Wohnung besser, muss ich sagen. Eriksen mit der Ecke. Anthony. Drüber. 11. Minute. Also alles entspannt hier. Kral. Wir müssen jetzt auf jeden Fall mal schauen, dass wir ein bisschen Fahrt reinkriegen in die Kaderplanung rechts außen. Das ist die einzige Position, die mich wirklich stresst, weil da haben wir im Endeffekt, wenn Lars mir jetzt geht, niemanden mehr. Und ja, das hat auf jeden Fall Prio 1 im Moment. Anthony zieht nach innen. Heulund, ja, das sieht gerade nicht gut aus. Da schüttelt Heulund ihn ordentlich ab und damit der Ausgleich für United. Hier sehen wir Varane mit der Spieleröffnung von hinten. Anthony mit dem guten Antritt, dann der Pass in die Tiefe und ja, wie gesagt, Kral kommt da einfach nicht mit. Als Rasmus Heulund noch bei Sturm gespielt hat in Österreich, ich habe den ein paar Mal im Stadion noch eben gesehen, bei den Spielen habe ich mir schon gedacht, was der Junge Potenzial hat. Also alleine die Laufwege, die Power, die er hat, diese Intensität und diesen Torriecher im Endeffekt auch, das ist schon, ich finde es cool, dass er es jetzt wirklich so weit gebracht hat. Auch wenn es jetzt nicht auf einem Niveau von natürlich Erling Haaland oder so ist, aber dass sich der so gut entwickelt hat und dass er in Graz gespielt hat, bei meinem Heimatverein, das ist irgendwie schon cool. So, aufpassen hier jetzt. Drogo. Zumindest gut rausgerückt. Also United klar tonangebend, im Endeffekt haben wir da vorne nichts zu sagen. Wan-Bissaka und gut geklärt. Kragen war das gegen Holland, glaube ich. Lass mir mit dem schlechten Tackling Malassia mit dem 1:2. Gut, Lass mir ist jetzt natürlich nicht der defensivstärkste, dementsprechend auch kein Vorwurf hier an den Jungen. Wen haben wir jetzt eigentlich noch auf der Bank dann für die zweite Halbzeit? Also Keuter möchte ich, glaube ich, fast in der Halbzeit bringen, weil der hat in der zweiten Mannschaft nicht gespielt. Bei dem wäre es ganz interessant, ihn zu sehen für 45 Minuten. Wobei das jetzt, um einen Spieler wirklich sehen zu können, ist das wahrscheinlich der falsche Gegner, weil da wirst du nicht viele Szenen sehen von ihm. Aber ja, den werden wir bringen. Aufpassen jetzt. Ja, top mit dem guten Pressing. Lars Meier, schade. Dele Alli wäre noch fit, Guga wäre noch fit, wenn wir einen von den beiden vielleicht für die 10 anschauen wollen. Und Madrigiani wäre auch noch fit. Barbosa heute nur eine 6,5, dafür macht sich Kral mit 6,9 ganz gut, das heißt Barbosa könnte man zum Beispiel rausnehmen. So, Kral mit dem guten Block. Und ich überlege aber trotzdem, links hinten eventuell trotzdem ein Angebot für Gibora abzugeben. Weil die Alternativen jetzt echt so mies waren. Ah, schau mal. Boah, super von Neue Droge. Schauen wir, dass wir uns noch nicht zu viel Stress machen. Wir haben ja im Worst Case jetzt Mörkin auch noch links hinten. Und noch ein bisschen Zeit bis dahin. Es wird sicherlich noch ordentlich Fahrt in den Transfermarkt kommen. Und ja, da müssen wir dann halt einfach da sein. So, Kral mit dem guten Pass rechts raus. Lass mir nimmt den gut mit. Aber keine Chance hier gegen Malassia. Super Tackling von ihm, Jadon Sancho. Rasmus Højlund im Doppelpass.
Und McTominay, super Parade von Häkkinen. Hat er gut gemacht, der Junge. So, Eriksen. Anthony drüber. Sehr viele Chancen eigentlich für eine Halbzeit. Schallenberg. Ja. Da muss Ole Drogo irgendwie den Ball behaupten können und den Körper reinstellen. Heulen auch ständig auf Abseitskurs. Oh, Schubama hat ein bisschen Platz. Spielt einen katastrophalen Pass. Schieben wir es mal auf die fehlende Spielpraxis. Wan-Bissaka. McTominay. Eriksen auf Malassia raus. Ach, hey Karin. Und da ist es jetzt passiert, der Kopf. 1:3. Aber Häkkinen mit einem super Spiel heute. Schallenberg mit einer gelben Karte. Da könnte man auch den Seguin nachher bringen. So, Sortea, Lasme. Ja. Der verliert den Ball heute auch häufig. Gegen Malasse überhaupt keine Chance. Auf welche Highlights haben die denn eingestellt? Eh nur erweitert. Das ist wirklich Wahnsinn, wie viele Szenen wir hier sehen. Hannibal ist durch. Oh. Aluminium. Jetzt haben wir die Nachspielzeit. Also Häkkinen gut, Kral gut. Top mit auch einer 6,8. Häkkinen mit der nächsten starken Parade. Das Gute ist mit Chippermann auf der 6, dass wir da jetzt zusätzlich für die Standardsituation noch einen ganz guten Spieler haben. Ich weiß, dass ihr mehr zu bieten habt. So. Barbosa ist ängstlich, dafür bringen wir Matrigiani, der anscheinend keine Angst hat. Und weil ich es lustig finde, nee, nur fürs lustig finden wechsle ich ihn jetzt nicht ein. Guga könnte man noch bringen, um ihn anzuschauen, weil der wäre eigentlich schon relativ gut. Der wird sonst auch vielleicht etwas für die Offensive bei uns. Für die 10, dass man Ore Drogo vielleicht... Ja, schau mal, ich bringe ihn mal hier. Aydin hat in der zweiten gespielt. Kräuter haben wir gesagt, bringen wir für Top. Und ich bringe auch den Ulreich jetzt in Hälfte 2. Schauen wir ihn uns an. Damit wird die gute Note von Häkkinen eingeloggt. Und dann schauen wir mal, wie Sven Ulreich hier im Tor spielen würde. Weil das ja auch nach wie vor ein Kandidat für uns wäre, wenn die Rückkehr von Nübel nicht klappt. Das ist... Was natürlich ein bisschen riskant ist, wenn Nübel jetzt unterschreibt und wir Müller nicht losbekommen, weil dann haben wir im Endeffekt neben Nübel mit Müller und mit Fährmann zwei Top-Verdiener in der Mannschaft, weil Fährmann ist ja glaube ich auch noch da, oder? Haben wir den losbekommen? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Vor dem Umzug ist meine letzte Aufnahmesession ja doch sehr lange her. Ich glaube, wir sind ihn losgeworden. Ja, auf jeden Fall. Ja, schauen wir mal. Und wobei, ich glaube, so teuer ist der Müller gar nicht. Dafür hat jetzt Ure Drogo was abgekriegt, da werden wir natürlich kein Risiko eingehen. Da bringen wir jetzt, ja, Dele Alli, tatsächlich. Darf der heute gegen seine englischen Landsmänner spielen, wobei so viele Engländer sind da eh gar nicht dabei. Ich sehe momentan gerade keinen. Doch, Jadon Sancho, das war's. Lasme kommt nicht ran. Jetzt hat er nochmal. Sortea. Oh, Sassaris mit der Sub. Boah, stark von Sassaris. 2:3. Das war eine nette Aktion. Sehr aggressiv, gut.
wie er das geahnt hat. Also gute Antizipation. Wir sehen hier mal Lass mit der zurückpasst, dann Sotea. Und dann jetzt hier die Situation, wo Sassares super in den Zweikampf gegen Hannibal geht. Und der Abschluss, der war dann platziert. Ich meine, im Endeffekt, ja, kann man den, glaube ich, auch haben. Aber war schon nicht so schlecht. Sehr schön. So, der geht drüber. Also Ulreich hat bisher noch nicht viel zu tun. Kral sogar schon mit der Kapitänsbinde. Guga hat das sehr souverän gemacht. So, Sassares, Dele Alli. Bleibt dann Dalot hängen. Garnacho rückt sehr weit raus. Fehlt jetzt hinten natürlich, aber ist schon wieder hinten. Super Kombination, Anthony, aber war abseits. 69. Minute. Madrigiani. Sassares mit dem guten Antritt. Kral. Guga. Brian Lasme. So, Dele Alli. Und Shaker drüber. So, jetzt hat Shaker was abbekommen. Da werden wir dann auch noch wechseln. Müssen wir nur schauen, wen. Ich bringe jetzt einfach den Terodde als Schattenstürmer. Ist egal. Für die restlichen Minuten. Kriegt er auch noch ein bisschen Einsatzzeit. So, Sassares. Und Anna fängt ihn gut ab. Der Guga gefällt mir gar nicht so schlecht. Vor allem, weil er erst 26 ist. Also das wäre, den könnte man einfach gegen Sheka tauschen. 3 Jahre jünger. Sheka dafür und für ein paar Millionchen verkaufen, dann wäre das schon ein ganz guter Deal eigentlich. Lass mich. Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, dort 4-3-3 zu machen, weil wir doch momentan keine, also bis auf Oedraogo, keinen guten Zehner haben. Und der kann ja auch super links außen spielen. Und wir doch sehr viele zentrale Mittelfeldspieler haben, aber irgendwie möchte ich, glaube ich, jetzt bei dem System bleiben, weil es ja jetzt im Moment, so wie es ausschaut, funktioniert. Der Rodde behauptet ihn gut. Brian Lasme, schlechter Pass. Super von Madrigiani gegen Højlund. Sassares mit der 7,2. Natürlich auch durch seinen Treffer. Schepama, Lasme, der Rodde. Und Guga, schade. So, Dele Alli. Ich glaube, dass der ja gar nicht teuer wäre. Irgendwie wäre er einfach lustig zu verpflichten für ein Jahr oder so. Eriksen mit der Ecke. Wir sind schon in der 86. Minute. Und wieder ein XXL-Part heute. Terror erklärt. Anthony. Oh. Starke Aktion, da war niemand mehr dran. Und jetzt sind wir in der 95. Minute, steht 2-3, also im Endeffekt, ja, passt, das soll es gewesen sein. Im Endeffekt haben wir uns gut verkauft, finde ich. Es war ja schon so, dass natürlich United klar besser war, aber für einen Aufsteiger in die Bundesliga, finde ich, haben wir uns ganz gut geschlagen. Und macht euch keinen Kopf über das Ergebnis.
Wie gesagt, das passt ganz gut. Schicker, bisschen angeschlagen, aber nichts Tragisches. Jetzt schauen wir vielleicht noch die Scout-Berichte durch. Aboubakal natürlich interessant. Oder nur Aboukhlal, okay. Finanziell halt nicht machbar, aber alles in allem interessant. Könnte man vielleicht mal auf die Auswahlliste setzen für ein Jahr. Dann haben wir hier auch einen interessanten Franzosen, der finanziell machbar wäre. Auswahlliste und Scouting. Anderson Yangbo hat mir bei Sturm nicht gefallen, finde ich jetzt auch für die Fähigkeiten ja nicht interessant. Thomas Galvan fürs zentrale Mittelfeld, ja. Dann Linksverteidiger aus Italien. Die Chiara, der wäre eine günstige Lösung im Worst Case. Daryl Dyke von West Brom, ja, ganz gut. Becker verletzt 3 bis 4 Wochen, Oitraogo 2 Wochen, na großartig. Das ist natürlich mies. Gut. Ich möchte irgendwie gar nicht aufhören. Aber das ist schön. Bin schön. Ich bin schön. Ich freue mich. Finde es schön, dass ja, die Motivation momentan so da ist. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Im nächsten Part werden wir dann die nächsten Tests machen und hoffentlich auch wieder ja, unseren Kader verstärken können. Aber mit Karl haben wir ja eh schon mal einen richtig guten verpflichtet. Vielen Dank fürs Einschalten. Im nächsten Part dann geht's weiter. Bis bald. Ciao.